Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 10. Ich habe vergessen, mir beim Aufstieg gerade noch Pückchen bei Fertigkeiten reinzusetzen. Also wir können noch mehr magischer Foki machen, wissen aber nicht, wo der Großmeister dazu ist. Deswegen werden wir mal woanders reingehen. Wir könnten die Dunkelmagie verstärken. Die Primärmagie auch noch. Frage ist, haben wir irgendwo einen Primärmagie-Meister schon gesehen? Schattenumhang. Widerstände gegen Magie ist natürlich auch ganz gut gewesen. Mehr Schaden bei Wassermagie werden wir auf keinen Fall machen. Wir werden als Kampfmagie wohl die Luftmagie nehmen. Da könnte ich mich mal zum Experten machen. Da werde ich aber mit einer Runde nicht hinkommen. Ich würde sagen, wir machen den auf Meister und gehen jetzt als nächstes entweder auf Dunkel oder auf Luft. Wenn ich mehr Schadenszauber brauche, wäre, glaube ich, die Luft nicht schlecht. Das wird der Luftexperte. Na, sie macht Licht. Sie hat zwar Luft, aber sie wird hauptsächlich Lichtmagie machen. So, aber wir wollen uns noch weiter umschauen, weil ich hoffe, dass hier weitere, bessere Lehrmeister kommen, welche die meine Gruppe gebrauchen kann. Okay, wo sind die, die mich gesehen haben oder die ich gesehen habe? Okay, da ist ein Teil. Ah, da kommen die ersten. Hauptsache, mir fällt keiner irgendwie in die Flanke. Sollen die mal näher kommen, würde ich sagen. Ja, komm mal näher. Ah, okay, der ist nicht in der Zielweite gewesen, ich verstehe. Wir hätten eins nach links gehen müssen. Keiner da. Da haben wir schon eine Regenerierung. Ja, fegen wir erstmal ein bisschen was drauf, würde ich sagen. Auf die Pantherkrieger. Komm näher. Wenn du hier bist, hast du die Hälfte weg. Sehr gut. Aha, haben wir ihn doch schön geschwächt. Und legen wir los. Ah, abgewehrt. Mistkerl. Okay, wir machen Steinhaut auf uns. Und los geht's. Ein bisschen Haue. So, jetzt ist die Rüstungsschutz runter. Genau, stay down und den nächsten mit Fernkampf anhauen. Der nächste will noch nicht kommen. Haha, sehr schön. Das kam unerwartet. Ich glaube, er hat uns noch nicht bemerkt gehabt. Haben auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Also hier auf so ein weites Gebiet nicht so verwinkelt, ist das echt nicht schlecht. Ah, verfehlt. Rüstungsschutz. Mach du mal runter. Und noch einmal. Und tschüss. So, da ist ein Obelisk wieder. Interessant. Oh, hier ist irgendjemand hinter. Ah, da komme ich gar nicht hin. Der sieht mächtig aus. Da ist eine Truhe. Sehr schön. Vorsichtig weitergehen. Nicht, dass wir hier in irgendwo irgendwelche Hinterhalte gehen. Das ist eine große Statue. Ich kenne das ja. Man geht einen Schritt weiter und auf einmal ist man umzingelt von Gegnern. Texteingabe. Oft sieht man mich ganz rund nicht. Aha, oft sieht man mich ganz rund nicht. Bin ich dann da, wird es Licht. Neu, also ist der Mond, naja. Neu nennt man mich, bin ich es nicht, obwohl ich viel älter bin als du, kleiner Wicht. Das ist bestimmt der Mond. Arkane Stiefel. This looks... pa.
powerful. Okay. Oh. Sehe ich keinen Unterschied drin. Da sehe ich natürlich einen Unterschied. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Naja, behältst aber lieber die wegen dem Einrüstungswert. Und du hast sowieso bessere. Dann identifizieren wir mal das andere, was wir da gefunden haben. Was macht ihr denn? Widerstand gegen Luftmeer, Schutz vor magischer Schwäche. Das ist eine schöne Sache. Austauschen. Und die können verkauft werden. Ja. Haben wir noch ordentlich Zeug wieder. Versuchen wir mal da oben hochzukommen. Hey, wieso hast du so wenig Lebensenergie? Windig ist es hier. Oh, was ist das? Was bist du, bitteschön? Tolkien, ungestüm und tapfer. Das unüberwindliche Feuer. Am Arras-Tag sollt ihr herkommen und beten. Okay. Sollte ich mir mal vermerken hier. Schrein am Arras-Tag wiederkommen. Also es gibt wohl auch 7 so spezielle Schreine in den Gebieten zu den unterschiedlichen Göttern. Oha, wer bist du denn? Yumiko. Aber erstmal das Fass hier. Violette Flüssigkeit. Wo ist mein Zettelchen? Violett, Violett. Das ist das Glück. Ja, und wer braucht denn mehr Glück als sie? Ha! Glück! Jede Menge Glück für kritischer Schaden. Ui, wer bist du? Yumiko. Ich sehe in euren Augen, dass man euch vertrauen kann. Ich bin Yumiko. Großmeister mit dem Bogen. Coole Sache. Also, die müssen wir uns auf jeden Fall merken. Jadefall. Ich war der erste Mensch, der mir Gärten Jadefall gewinnen konnte. Ein Preis, den die ewige Kaiserin dem Sieger beim offenen Schießwettbewerb überreicht. So, so. Bla, bla, bla. Auftrag Großmeister mit dem Bogen. Hast du sogar einen Auftrag? Da muss ich jetzt mal ein bisschen auf aufpassen. Nicht, dass ich da jetzt gerade... kann es sein, dass ich ein paar Aufträge liegen gelassen habe? Ich dachte, dass die Aufträge Lehrmeister waren in dieser Kategorie. Eieiei, ich hoffe, dem ist nicht so. Ihr seid gekommen, um das Lied des Bogens zu lernen? Ich habe noch nie einen Schüler abgelehnt. Aber ich kann euch jetzt nicht ausbilden. Denn wisst ihr, mein Bogen wurde mir gestohlen. Ich bin aus dem Lotusreich gekommen, um Lemania aufzuspüren. Die selbsternannte Königin der Meerjungfrauen. Lemania hat sich der ewigen Kaiserin widersetzt und mehrere Schätze aus ihrem Unterwasserpalast gestohlen. Daher hat die Kaiserin einen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt. Die Auffindung des Verstecks der Meerjungfrau und die Wiederbeschaffung der gestohlenen Schätze war leicht, aber Lemania war bereits entkommen. Schließlich habe ich herausgefunden, dass sie sich hier auf der Ägin-Halbinsel versteckt hält. Aber irgendwie hat Lemania Wind von meiner Ankunft bekommen. Vor ein paar Nächten haben ihre Meerjungfrauen mein Schiff angegriffen. Ich konnte sie abwehren, aber es ist ihnen gelungen, mir meinen Bogen zu entwenden. Vielleicht haben euch Schalassas Strömungen ja aus einem bestimmten Grund hergeführt. Die Meerjungfrauen verstecken sich in einer halbversunkenen Höhle namens Schädelfelsen. Findet sie, tötet Lemania und bringt mir meinen Bogen zurück. Dann lehre ich euch alles, was ich weiß. Okay. Wir haben eine Quest von ihr. Sehr schön. Wo ist die denn hingekommen? Sternschnuppe. Gar nicht dabei. Na ja, gut. Wir müssen auf jeden Fall hier einen Bogen hinbringen. Bogen. Groß. Dafür müssen wir bestimmt das Talent Wasser vorher haben. Um da über diese Stellen drüber zu können. Moment, können wir hier rein? Ja. Wir schauen uns diesen Obelisken mal genauer an. Ja.
Also, dreht euch nach links und geht 19 Schritt. Das kannten wir noch nicht. Also wieder ein Stück mehr. Steht hier, wie viele Obelisken das sind? Ne, finde den nächsten Obelisken einfach noch. Gibt es hier irgendwo eine Stadt? Eine weitere Stadt hätte ich gerne. Weil das da hinten sieht mir ja schon fast nach einer Stadt aus. Aber nicht, dass das ein Orklager ist. Wir werden angegriffen. Huh, was war das? Elfenzypos. Aha. Aha, 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 aha. Das schauen wir uns mal genauer an. Schönes Schwert vielleicht für dich. Ja, Wahnsinn. Das ist... Ah, nee. 5 Schaden, 4% für schlafend. Hm. Und macht nur 2 Schaden mehr. Die Waffe ist schlechter. Das machen wir nicht, wegen 2 Schaden. Und noch was zum Upgraden. Ui, ein Goblin. Und keiner hinter mir. Das ist schon mal gut. Ja, dann wird's dir jetzt... Oh, verfehlt. Ah, schon wieder verfehlt, den Rüstungsschutz runterzumachen. Aber wir tun ihn jetzt einfach. Einfach drauf. Los, weg mit dir. Yeah, Skill up. Es geht immer weiter. Jetzt sind alle auf Stufe 16, glaube ich. Also, mehr Schaden? Nein. Wir brauchen Vitalität und mehr Mana. Ja, komm, auf 20. Geist erhöht. So. Wir können das Schwert natürlich erhöhen, aber besser ist, glaube ich, dass wir das hier erhöhen. Lichtmagie so stark wie möglich zu machen. Weil ohne Magie kommen wir hier in dem Spiel nicht viel weiter. Seinen Kämpfer genommen. Oha! 10 Glück. Mehr kritischer Schaden. Dann wieder irgendwelche Wesen, die wir uns, glaube ich, erstmal nicht anlegen sollten. It's the perfect day to begin a journey. So. Reine Sackgasse. Wait, you hear that? No, it's nothing. So, wir gehen mal da hinten an den Schrein. Dankeschön. Das sind irgendwelche Boote. Hier haben wir noch einen gesehen. Wer bist du? Kensei! Und, haben wir gesaved. Wer bist du, Kensei? Kensei, Kensei. Du hast bestimmt... Ah, das hat, vielleicht ist das der, der das Schwert hat. Ja, also sein Rüstungsschutz mal runter. Nein, das ist ein normaler Gegner. Also sollte das nicht das Problem sein. Vergiften wir ihn mal. Schauen wir gerade, was hat da da. Okay, er hat nicht diese blöde 50% Kacke. Das heißt, wir pfeffern einfach mal drauf. Hier, wir schießen zu Magie. Nicht gut, das gefällt uns. Und tschüss. Was hat er hier beschützt? Den Schädelfelsen hat er beschützt. Mhm. Da gehen wir aber noch nicht rein. Schauen uns weiter auf der Weltkarte um. Und hier haben wir etwas Geld ausgegraben. Aus dem Geheimversteck. So, hier ist wieder ein Buffer. Wonderful! 20 gegen Luftmagie. Hier können wir auch nichts machen. Da ist die Kapelle, wo wir drin waren. Aha. Da ist noch ein Obelisk. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Moment mal. Obelisk? Doch, da waren wir gewesen. Das ist der, den wir schon kennen. Hier habe ich eine Ecke ausgelassen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da hinten hin. Was auch immer das ist. Wir gehen darüber. Ich hoffe, dass eins von beiden eine Stadt ist.
wo ich ein paar Sachen kaufen oder verkaufen oder neue Lehrmeister finde. Zum Beispiel für Axt. Axt wäre super. Pulsierende gelbe Flüssigkeit. Lichtmagie. Da müssen wir gerade mal gucken. 8 hat er. 4. 4 ist nicht besonders viel. 11. 3. Okay. Dann kriegst du was. Wieso hast du eigentlich so wenig Energie? Achso, Quick Save. Bevor wieder mal irgendwas passiert. So, da können wir nicht weiter ohne den Segen der Wassergöttin. Nichts zu holen. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Was könnte denn das hier noch gewesen sein? Das sieht mir ja fast nach irgendwie ein Ork- oder Schamanenzelt aus. Aber noch ist auf jeden Fall keiner zu entdecken. Und ja, wir können da rein. Ja, 3 Stück. Sandor kennt, verzeiht die Macht der Gewohnheit. Ich meine, ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Großmeister der Kriegsführung. Okay, dann können wir. Aber Auftrag steht da. Ich muss die Kunst der Kriegsführung auf die harte Tour lernen. Ich musste die Kunst der Kriegsführung auf die harte Tour lernen. Nichts hätte mich auf die Schlachten vorbereiten können, die ich austragen musste. Nachdem ich einen zusammengewürfelten Haufen Orks verschlossen hatte. Ich und ein zusammengewürfelter Haufen Orks beschlossen hatten, meine Schwester aus dem Kerker des Wolfherzogtums zu befreien. Ich könnte euch lehren, was ich dazu weiß, doch zuerst wollen wir mal sehen, ob ihr wahrhaftig das Herz für einen Krieger besitzt. Okay. Ja, wir sind noch nicht bereit. Also scheint jeder Großmeister eine Quest für mich zu haben. Das weiß ich gar nicht mehr. War das bei Teil 6 auch so? Das kann gut sein. Das ist ja ewig her, wo ich die gespielt habe. Klatsch, Goink. Aha. Reise zur Halbinsel. Smalltalk. Jede Menge Smalltalk. Also, ich würde sagen, wir... Oh, wir sind bereit. We're here to help. Das ist die richtige Einstellung. Also macht euch nichts vor. Ihr werdet entweder siegen oder sterben. Also, auf zur Grube. Holy crap. Was für eine Grube. Besiege Sandors Truppen. 0 von 5. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Da hinten kommen schon die ersten. Das war vielleicht ein Fehler. Ja, fangen wir mal mit Fernkampf an. Was? War er dabei uns schon? Wir haben leider hier auch keine Ecke, wo wir hingehen können. Das heißt, sie werden uns die Zange nehmen. Da ich aber nur in einer Zange sein will, machen wir uns mal hier rüber. So, fangen wir mit euch an. Bam. So. Haben wir ein paar schon mal. Und auf. Rüstungsschutz. So, wir warten noch auf den dritten. Obwohl, nee. Ich würde sagen, vergiften. Los geht's. Widerstand. Ah, Mistkerle. Ihr Mistkerle. Nein, ich wollte auf den. Jetzt haben sie gleich viel Energie. Dann nehmen wir halt den. Autsch, Autsch. Ja, das tut weh, das stimmt allerdings. Kein Mana mehr.
Oh. Ah, ich muss nur 5 Stück besiegen dafür. Sehe ich das richtig? Sehe ich, glaube ich, richtig. So, ihr könnt schon mal vergiftet werden. Da ein bisschen weniger wird. Oh, alle abgewehrt. Du Mistkerl. Gemein. Okay, 9 Rüstungsschutz hoch. Und du hast keinen Mana mehr. Und einmal regenerieren. So, und jetzt kümmern wir uns um euch. Dem letzten geben wir auch nochmal Gift. So, du hast keinen Mana mehr. Du hast auch keinen Mana mehr. Du solltest ein bisschen davon abwenden. Also die Prüfung ist nicht so schwer. Good job. Großmeister der Kriegsführung. Besiege Sandors Truppen. 0 von 6. Es geht weiter. Und wir sind direkt umzingelt. Ach du Jemini. Wir können, uns auch nicht wegbewegen, ist das Problem. Wir sollten zuerst uns um den Traumwandler kümmern. Da hinten kommen noch mehr. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich das gemacht habe. Mist. Aber wir haben kurz davor gespeichert, glaube ich. Aber wir wollen es trotzdem jetzt versuchen. Ganz klar. So, vergiften wir dich schon mal. Da hinten kommen ganz schön viele. Da kommen ganz schön viele. So, wir lassen dich jetzt schon mal nicht zaubern. Das sollten wir jede Runde machen. Und dann sollten wir ihn schnell down bringen. Schnell down wäre gut. Obwohl wir auch Rüstungsschutz gebrauchen können. Komm, schieß mal drauf. Wir müssen ihn schnell down bringen. Kommen noch mehr. So, du darfst nicht zaubern. Mana. Aufschießen. Hauen. Jetzt geht's los. Nicht zaubern. Einmal regenerieren. Hier machen wir schon mal den Rüstungsschutz weg. Auf. Ah, verfehlt. War ja sowas von klar. So ein Mist. Okay, jetzt haben wir 2 da. Auf jeden Fall darfst du nicht zaubern. Und wir könnten dich eigentlich umkühlen. Sehr gut. Hätte ich bei ihm das nicht zaubern machen sollen. Schade. Den da. Ah, so ein Murks. Okay, du fängst an mit Rüstungsschutz und beim nächsten Mal vergiften wir euch beide. Und dir geben wir einen. Du darfst erstmal nicht zaubern. Nein! Da ist der Falsche. Ah, nee, doch nicht. Wo ist der Mana-Schwall? Mana-Schwall. Da, bitteschön. Wenn du zauberst, kriegst du ein paar Dreche. Und wir hauen auf dich drauf. Sehr gut. Du brauchst einen stärkeren Trank. Nehmen wir mal den da. Also die kleinen Tränke sind allmählich passé.
Einmal Lebensentzug. Einmal zuhauen. Ja, das Problem ist, dass er regeneriert momentan. Das Zauber. So, Regeneration an. Mana-Schwall. Diese blöde Regeneration, die er da hat. Das ist echt Mist. So, er hat keinen Zauber. Das heißt, er muss auf jeden Fall jetzt... Ah, und ich habe nicht genügend Mana dafür. Murks. Bitte, geh kaputt. So, jetzt musst du nur noch treffen. Nein! Das hat nicht ausgereicht, der Pfeil. Ach du Jemine. So ein Pech aber auch. Genau, stay down. So, du nimmst mal einen Heiltrank. Dann würde ich sagen, machen wir einmal hierhin Vergiftung. Und Heilung. Wir hauen gar nicht erst auf den da drauf, glaube ich. Ich glaube, wir dezimieren jetzt erstmal eine Stelle. Den da. Oh, das ist halt so. Das können wir jetzt nicht ändern. Regenerier mal. Ja, eine Runde hat er noch. Danach nehmen wir ihn mal zum Kreuzverhör. Jetzt nicht zaubern. Und jetzt fangen wir an, dich runterzuhauen. Nicht zaubern. Rüstungsschutz. Der Stand ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Die Generation sollte ihn aber wieder hochpäppeln, hoffe ich. Also sie. Und nicht zaubern. Und Schattenumhang. Nicht ausgereicht. Das ist schlecht. Dann müssen wir dich einmal deine Dienste für Wiederherstellen nehmen. Und du fängst an mit einem Giftzaun. Widerstanden, Mistkerl. Widerstanden. Fühlt sich schon mal gut an. So. Den hätten wir. Nun geht's weiter mit euch. Wir brauchen regenerieren. Draufhalten. Hauen. Hauen. Rüstungsschutz. Mana. Hauen. Und den da. So. Die sollten wir eigentlich packen. Oh, Problem waren die Zauberer gewesen. So, wir haben kein Regenerieren mehr. Das ist schlecht. Darum musst du jetzt einen Trank nehmen. Du musst auch einen Trank nehmen und du nimmst einen Mana-Trank. Du machst Schattenschuss. Ach, abgewehrt. War ja sowas von klar. Regenerieren.
Und zack. Ah, beinahe. So. Nein! Was ist das denn? Nochmal verfehlt. Arsch. Oh, das hier ist ganz mies. Jetzt habe ich keine Regenerierung mehr. So, Rüstungsschutz ist schon runter. Wir schnappen uns den. Und die Regenerierung geht nur noch einmal. Minus 30, so viel regenerieren wir nicht. Ah, dann kann ich die schon nicht mehr mit weiterkämpfen lassen. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Ach. Ich hätte es noch nicht annehmen sollen. Naja, ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Ich weiß es ja. Ich hoffe nur, dass der Kampf jetzt hier zu Ende ist. Dann gibt es da noch eine Chance. Wenn nicht, habe ich Mist gebaut. Was der hier Schaden nimmt. Ohne den Schutz. Oh, shit. Ja, ne, dann war's das. Verflut! Ich kann jetzt auch nichts machen. Escape, nichts geht mehr. Ja, war nett zu wissen. Auf jeden Fall müssen wir über den Großmeistern jedes Mal eine Quest wohl annehmen. Aber das sollten wir auch erst auf höheren Stufen machen. Bis demnächst, euer Chojin.